Herzlich willkommen zu unserem heutigen KeyQuant Live Talk Spezial. Was steckt hinter der Aurachirurgie? Damit beschäftigen wir uns heute. Wirkt es tatsächlich oder ist es nur Einbildung? Es gibt viele sehr kontroverse Meinungen zu diesem Thema, zu dieser besonderen Methode der energetischen Behandlung. Und wir werden viele Fragen dazu heute gemeinsam besprechen. Es wird auch eine Live-Behandlung hier bei uns im Talk geben. Also bleib dran und sei gespannt. Und denk auch daran, den Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft keinen Live-Talk mehr versäumst. Wir waren zu Besuch bei Josef Koos, unserem heutigen Gast, und dieser wird sich jetzt kurz bei uns vorstellen. Mein Name ist Josef Koos. Ich komme ursprünglich aus der südsteirischen Weingegend, war dort Lehrer an einer Hauptschule und begann schon 1988 mit verschiedenen Dingen zu beschäftigen, unter anderem mit der Radiästhesie. Das hat mich dann begleitet bis relativ lange, bis 2010 ungefähr. Und dort habe ich einen Energetiker kennengelernt, beziehungsweise einen Ausbilder, nämlich den Tom Rieddorf. Und von dem durfte ich die Kahi-Methode, das ist eine energetische Methode, durfte ich dort kennenlernen und habe dann begonnen, eben energetisch zu arbeiten. Ich habe dann 2018 hier die Key Life Lounge in Leoben aufgemacht und seitdem bin ich hier tätig mit meiner Partnerin, die Dani Herz, mit der wir gemeinsam hier diese Key Life Lounge betreiben. Unser Angebot ist recht vielfältig. Einerseits diese sogenannte Kahi-Methode, heißt Einssein. Das umfasst schon sehr viele Bereiche, von Chakren über Meridiane bis hin zu Ahnenfeldern bearbeiten und auch die Aurachirurgie. Ein weiterer Bereich ist eine Key-Touch-Technik. Das ist eine Faszientechnik, wo wir Verspannungen recht einfach über spezielle Faszienpunkte lösen können. Weiters ist der Schwerpunkt meiner Partnerin, die Entspannungstechnik bzw. Entspannungstechniken den Menschen mitzugeben. Das umfasst von der Burnout-Prävention über Stressbewältigung, über Achtsamkeitstraining bis hin zu Atemtechniken. Das heißt, unsere Klienten bekommen ein abgerundetes Know-how, einfach mit den Alltagsproblemen besser umgehen zu können oder in dem Tief, in dem sie gerade sind, einfach besser rauszukommen. Ja, eines der wesentlichen Punkte in unserem vielfältigen Angebot sind die KeyQuant-Produkte. Die durfte ich 2014 kennenlernen, indem ich den Erfinder Harald Kranzer kennengelernt habe. Und nachdem ich aus der Radiästhesie komme, war für mich natürlich spannend, ein Produkt kennenzulernen, wo wir Schlafplätze sanieren können. Zumal der Schlafplatz und die Regeneration in der Nacht eines der wichtigsten Faktoren in der Gesundung bzw. in der Gesunderhaltung sind. Und mittlerweile ist dieses Angebot, diese Palette der KeyQuant-Produkte relativ groß. Und wir setzen natürlich diese Produkte alle in unserem Angebot mit ein. Und dadurch haben wir noch einmal eine andere Ebene auch wieder abgedeckt. Nämlich die andere Ebene, dass wir über die Quantenphysik einfach hier noch andere Ebenen ansprechen können. Und diese Platten, diese verschiedenen Platten, sind natürlich, werden immer wieder eingesetzt. Bei jedem Termin kommen die Platten auch zum Einsatz. Beziehungsweise der Kunde kann natürlich auch diese verschiedenen Produkte auch mit nach Hause nehmen, auch mieten und probieren, damit er auch selber das Gefühl kriegt, wie diese Dinge eben oder wie diese verschiedenen Platten eben wirken. Und ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch das Wasser, nachdem unser Körper zu 70 oder fast 70% aus Wasser besteht, ist natürlich die Wasserqualität ein wesentlicher Faktor. Und das Schöne ist, dass eben hier auch KeyQuant die Möglichkeit bietet, über das Water Life hier das Wasser wieder in einen richtig energetischen Zustand zu bringen. Was sich immer wieder bei den Kunden zeigt, ist, dass eben, wenn die Qualität des Wassers in Ordnung ist oder eben einem hochwertigen Quellwasser entspricht, dann beginnt ein Entschlackungsprozess im Körper und der Körper kann viel, viel besser in die, in die, in die,
Heilung bzw. in die Regeneration gehen, bzw. die Selbstheilungskräfte werden dadurch aktiviert. Das merkt man auch, dass die Klienten dann, sobald sie das Wasser trinken, öfter auf die Toilette müssen und eben da hier ein Entschlackungsprozess stattfindet. Also ein ganz wesentlicher Bauteil in unserer Anwendungsreihe ist der sogenannte Quantas. Das ist eine Liege, wo ein Quantenfeld integriert mit einem Sonnenlichtstrahler ist. Und das Besondere ist eben daran, dass dieser Sonnenlichtstrahler eben eine besondere Konstitution hat, dass also hier Wellenlängen ausgesendet werden, die speziell, ich vergleiche es immer, einer Sonne am Meer am Vormittag entspricht. Das ist diese angenehme Wärme, die also sehr in die Tiefe geht und dadurch den Körper von innen her entschlackt und entgiftet. Und da sehen wir immer wieder, dass im Bereich von Schmerzen hier wesentliche Linderungen dadurch passieren können, weil eben hier der Muskel sich entspannt durch diese tiefen Wärme und der Körper auch gleichzeitig entgiftet und entschlackt. Wir arbeiten auf Terminvereinbarung. Die Kontaktdaten sind auf der Webseite zu finden, die Telefonnummer ist auf der Webseite und wir sind also fast immer erreichbar. Wenn wir nicht erreichbar sind, dann rufen wir natürlich auch gerne zurück. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Talk, lieber Josef. Wir haben ja im Film gerade gesehen, dass du die Key Life Lounge gemeinsam mit deiner Lebensgefährtin Daniela betreibst. Ja, danke für die Einladung. Also es ist in der Tat so, dass wir alles gemeinsam machen. Ist auch für die Klienten eine angenehme Energie, weibliche und männliche Energie gleichzeitig zu spüren, wenn wir direkt am Klienten arbeiten. Und ich betreibe die Lounge seit 1988. Du bietest ja ein sehr, sehr großes Spektrum an therapeutischen Anwendungen in eurer Praxis. Heute werden wir uns speziell mit der Aurachirurgie beschäftigen, ein sehr, sehr brisantes Thema. Auch heute könnt ihr wieder eure Live-Fragen in den Chat stellen und diese werden dann in 3 Sessions live von Josef beantwortet. Klaus wird auch heute wieder unseren Chat betreuen und steht für euch bereit. Ich als Otto-Normalverbraucher verstehe unter dem Begriff Chirurgie einen Operationssaal, ich stelle mir ein Krankenhaus vor, sehr sterile Räume, Operationsbesteck, Chirurgen, ganz viele Assistenten. Aber was genau ist jetzt die Aurachirurgie? Ja, Aurachirurgie ist vielleicht vom Begriff her jetzt vielleicht nicht ganz so optimal, aber auf der anderen Seite setzen wir schon Techniken ein, die man auch in einer Chirurgie einsetzen würde. Und es geht also darum, dass wir im Aurafeld, also im feinstofflichen Bereich, eben gearbeitet wird. Und diese energetische Signatur, die wir da aussenden, wird vom Klienten empfangen. Und das kann durchaus dann wirklich positive Effekte bzw. auch Reaktionen eben hervorrufen, dass der Körper eben wirklich auch in die Heilung gehen kann. Und warum, glaubst du, ist diese Methode teilweise sehr umstritten? Nein, es geht immer darum, welchen Anspruch man erhebt. Wenn ich natürlich hergehe und sage, Aurachirurgie wird jetzt vor allen anderen Methoden gestellt, dann ist es natürlich schon zu hinterfragen. Aber im Wesentlichen ist es ja auch so, dass auch die Schulmedizin ja auch mit empirischen Verfahren arbeitet. Das heißt, jedes Medikament wird einmal empirisch geprüft, wird mittels verschiedenen Studien die Beweislage erkundet und dann eben eingesetzt. Also auch hier ist es so, dass es eben empirische Verfahren gibt, wo man sagt, okay, bei diesem und diesem Beschwerdebild kann man diese und diese Technik einsetzen und es wird sich einfach etwas tun. Und wenn du jetzt einen echten Chirurgen triffst oder treffen würdest, wie würdest du seiner möglicherweise skeptischen Haltung der Aurachirurgie gegenüber argumentieren? Ich habe natürlich sehr viele Begegnungen auch mit Ärzten. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Mediziner auch das Sprichwort hernehmen, ja, wer heilt, hat recht. Und im Endeffekt ist es auch so. Und ich möchte nur auf eine Studie verweisen, die 2002 im New England Journal of Medicine erschienen ist. Und diese Studie hat Folgendes ergeben. Es wurden drei
Also es wurden Patienten genommen, die Probleme hatten mit dem Knie, also Kniearthrosen, Abnützungen, Schmerzen. Und diese Klienten wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe erhielt normale, herkömmliche Operationstechnik, wo also Knorpel abgeschabt wurde, wo auch entzündete Teile entfernt wurden. Die zweite Gruppe erhielt dann nur eine, also auch wieder arthroskopisch, aber nur eine Spülung mit Salzlösung. Und bei der dritten Gruppe hat man nichts anderes gemacht als zwei kleine Schnitte. Und in daneben hat man dann dieses Gerät zum Spülen nur aufgedreht, aber nicht wirklich verwendet. Und erstaunlich war, dass die dritte Gruppe genauso wie alle anderen genauso hinterher sportliche Betätigungen gemacht haben, die vorher einfach nicht möglich waren. Und wie stellst du das fest? Wie machst du deine Diagnose? Diagnose in dem Sinne ist vielleicht nicht ganz richtig, wenn man als Energetiker arbeitet, aber es gibt bestimmte Beschwerdebilder und es gibt einfach Erscheinungsformen am Körper von den Beschwerden her, wo man eben dann diese oder andere therapeutische Maßnahme zuordnen kann. Das wird dann mittels Biofeedback direkt am Körper getestet. Muss ich daran glauben, an diese Methode, wenn du mit mir arbeitest? Oder kann zum Beispiel auch mein Nichtglaube das Ergebnis behindern? Wie siehst du das? Na, eigentlich ist es so, dass ich daran nicht glauben muss, sondern es ist spannend, wenn man hier diese Maßnahmen einsetzt, dass egal, ob der glaubt oder nicht, das am Körper spürt, wenn er einigermaßen in sich hineinhört. Das heißt, man muss, Glaube ist zweitrangig. Also zum Unterschied von einem Placebo, wo der Glaube das auslöst, brauche ich in dem Fall nicht dran glauben. Hattest du schon sehr skeptische Klienten bei dir in der Praxis, die nach der Behandlung ihre Meinung geändert haben? Ja, natürlich, weil wenn sie unmittelbar nachher spüren, dass sich was verändert hat, dann wird er entsprechend auch offen sein dafür. Und ich habe jetzt speziell eine Klientin in meiner Praxis, die einfach kommt, heute möchte ich wieder eine Aura-Chirurgie, weil sie einfach unmittelbar spürt, dass da was passiert mit relativ wenig Aufwand. Wie kannst du denn feststellen, dass es funktioniert hat? Gibt es bei der Aura-Chirurgie nachweisbare Ergebnisse, beziehungsweise kannst du die Erfolge messen? Ja, die Erfolge kann man messen direkt am Zustand des Körpers, dass der Klient einfach merkt, da hat sich einfach was getan. Da kann man das an Erfolg messen. Beziehungsweise, es ist ja spannend, der Gerhard Klügel, kommen wir vielleicht noch später zum Sprechen drauf, der hat ja festgestellt, und das war spannend, der hat Nachweise erbracht, dass unmittelbar nach chirurgischen Eingriffen sich das Körpergewicht verändert hat. Das heißt, unabhängig von der normalen Transpiration, sondern es hat sich einfach wirklich um ein paar Gramm das Körpergewicht verändert. Das heißt, es scheint so zu sein, dass Materialisation entweder stattfindet oder abgebaut wird. Und das ist schon eine total spannende Geschichte. Das klingt wirklich total interessant, ja. Aber wie arbeitest du denn jetzt wirklich? Hast du da echtes chirurgisches Werkzeug mit? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, es gibt mehrere Bereiche. Also es ist so, dass ich natürlich mit chirurgischem Besteck arbeite. Da geht es einfach darum, dass sich der Körper oder dass ich als Therapeut, als sozusagen Aura-Chirurg, einfach hier das Bewusstsein schaffe, dass hier einfach was passiert. Auf der anderen Seite übernimmt es mein Klient. Und in der Quantenverschränkung, in der Verschränkung, dass wir auf der Bewusstseinsebene gleich sind oder dass wir überhaupt im morphogenetischen Feld ja komplett alle zusammenhängen, passiert einfach eine energetische Signatur. Das ist so einfach erklärbar, wenn eine Mutter ein Kind hat und das Kind schläft im Nebenzimmer, dass die Mutter wacht auf, wenn das Baby aufwacht. Oder wenn ich an jemanden denke und er ruft an. Das sind energetische Signaturen, die wir ins Feld senden und beim Empfänger kommt es an. Und das kann natürlich dazu führen, dass es spontan zu Reaktionen führt im Körper, weil einfach diese energetische Signatur auch materiell was auslöst. Und das ist sofort spürbar? Gewisse Dinge sind sofort spürbar, ja. Du hast mich jetzt neugierig gemacht und jetzt würde mich interessieren, könnten wir zwei hier live für unsere Zuschauer... Können wir gerne machen dann, aber wenn wir jetzt das Bild anschauen, es gibt so mehrere Verfahren. Mhm.
Einerseits ist es eben, dass wir im Aurafeld arbeiten. Auf der anderen Seite kann man auch Techniken einsetzen, wo wir sogenannte Surrogate verwenden. Das heißt, so wie hier am Bild, man nimmt also ein Kniegelenk und arbeitet speziell am Kniegelenk. Zum Beispiel hier habe ich so einen Schaber, wo man einfach den Knorpel glätten kann. Es ist spannend. Ich fahre dorthin zu dem Kniegelenk und der Klient spürt einfach ein Kribbeln und eine Wärme genau dort, wo ich arbeite. Oder ich teste vorher mit dem spitzen Stift, teste einfach, ja, wo reagiert der Körper. Und die kann ich relativ gut einengen, wo jetzt genau das Problem liegt im Kniebereich. Oder, das ist total spannend, oder hier an der Wirbelsäule, wo ich dann hier sogar mit Spritzen arbeite und mir die Beschwerdestelle herausteste zuerst und dann einfach eine Infiltration mache, hier rein am Modell. Und aufgrund dieser, wie gesagt, dieser Quantenverschränkung, dieser energetischen Signatur, passiert es am Körper. Das heißt, er spürt es am Körper und das ist total faszinierend. Und auf der anderen Seite kann man auch mit Laserlicht arbeiten. Grün ist ja immer eine sogenannte Heilfarbe. Und dieses Grün empfindet der Klient als angenehm, als Wärme. Also da passiert einfach spürbar etwas am Körper. Und das kann der Impuls sein, dass hier auch körperlich was passiert. Das heißt, die energetische Signatur setzt sich das über unseren Geist von der Informationsebene auf die materielle Ebene. Und ich bin einfach immer wieder begeistert, welche Dinge hier passieren. Und ich hinterfrage das nicht unbedingt immer, weil, ja, wo soll ich das hinterfragen? Wenn es funktioniert, ich mache es einfach, ich brauche da keine Studien. Es funktioniert, ich habe auch keinen Anspruch, dass das immer hundertprozentig funktioniert. Das wird nicht immer hundertprozentig funktionieren, aber eine Operation funktioniert auch nicht immer hundertprozentig, eine echte chirurgische Operation. Und ich bin da recht locker und ich habe schon ein gewisses Alter, wo ich schon ein bisschen drüber stehe und sage, okay, ich mag es einfach. Das heißt, du hast unterschiedliche Techniken, die du dann jeweils einsetzt. Genau, ja, genau. Können wir die testen? Naja, es ist so, nicht wie gesagt, ich habe also, das waren die drei Methoden, wo ich wirklich die Surrogate verwende. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine Technik, die man nur im Aurafeld einsetzt. Mhm. Das heißt, im Aurafeld, wo man mal ein Beschwerdebild erfragt. Und ich habe eine gewisse Intuition auch, wo man natürlich auch relativ dann bald dahinter komme, was könnte als Thema dahinter liegen. Und da müssen wir ein bisschen weiter ausholen, weil einfach hier spielt also die momentane Situation eine Rolle, aber gewisse Dinge hat man sich in das Aurafeld, in unser Leben hereingeholt. Das heißt, ich habe schon gesagt, von diesem Bewusstsein, von der Bewusstseinsebene, wir hängen natürlich alle zusammen. Das heißt, wir hängen auf dem morphogenetischen Feld, im Bewusstseinsfeld hängt die ganze Menschheit zusammen. Und wenn eben gewisse Themen passieren auf der Welt, dann hängen wir irgendwie zusammen und der Körper reagiert drauf. Das hat man immer wieder festgestellt, weil bei einer Tsunami-Katastrophe, dass Menschen auch auf anderen Erdteilen reagiert haben auf diese Katastrophe, genauso wie die Tiere auch die Tiere hängen zusammen. Und genauso darum geht es, ne? Dass man sagt, man hat jetzt ein Beschwerdebild und es kann sein, dass man aufgrund von irgendeiner Situation im Leben, in der Kindheit, sich dieses Beschwerdebild hereingeholt hat. Das heißt, es wird dann hier aktiv in unserem Körper, wobei es vielleicht mit unserem Körper im Endeffekt gar nichts zu tun hat. Also andere würden sagen, karmische Belastung, also in die Richtung, wo so weit gehe ich auch nicht. Sondern einfach, ich habe mir einfach was reingeholt. Zum Beispiel durch Anschauen eines Videos, durch Anschauen eines Filmes, kann ich mir ein Thema reinholen oder ein Kindheitserlebnis zum Beispiel. Hole mir das rein und dann wird es bei mir aktiv. Und dann kann ich im Prinzip tun, was ich will. Ich kriege es nicht weg, solange ich dieses Thema nicht löse. Das muss mir aber gar nicht bewusst sein, selber. Genau. Das ist ja das Schwierige, weil das einfach nicht wirklich bewusst ist, sondern das ist eben in der Etage tiefer, also von mir aus im Reptiliengehirn, wenn man so will, im Hypothalamus, wo also diese Dinge dann aktiv werden. Aber eine Signatur aussenden, die dann körperlich aktiv wird. Mhm. Und das kannst du wahrnehmen, erspüren? Zum Teil nehme ich es wahr, aber meistens mache ich eben einen sogenannten
Biofeedback-Test am Körper, am Menschen, weil der einfach dann die spürt und auch besser zuordnen kann, dass da wirklich etwas passiert am Körper. Mhm. Ich mache zuerst einen Test, indem ich einfach meistens mit dem einfach teste, den Vornamen abteste, mhm, und kann einmal aufgrund der Stabilität des Körpers feststellen, ob der Vorname passt zum Körper. Dann teste ich eben, gebe ich diese energetische Signatur in den Körper, zum Körper, in Form einer kleinen Karte, wo ein Thema oben steht. Und wenn du in Resonanz gehst mit dem Thema, dann weiß ich, dass du mit diesem Thema ein Problem hast. Und dann wird es einfach gelöst mit aurochirurgischen Techniken und anschließend wird der Test noch einmal gemacht. Und das ist erstaunlich, weil die spürt man dann. Wie lange dauert so etwas? Ja, das ist, geht in der Regel, manche Dinge gehen in der Regel sehr schnell, manche Dinge gehen innerhalb von wenigen Minuten. Mhm. Sollen wir es ausprobieren? Wenn du Lust hast, wenn du mir einmal ein bisschen was erzählst von deiner Grundproblematik, wo irgendwo ein Fehler, hätte ich gesagt, nicht Fehler, sondern eine Problematik liegt bei dir. Problematik spontan wäre eine Nackenverspannung. Okay, hast du öfter oder schon, ja, okay. Das wäre zum Beispiel so ein Thema, ne? Spitze den Halsbereich ab. Und mache ich gerne mit dir so einen Test. Mhm. Ich brauche nur ein paar Kleinigkeiten dazu. Ich nehme einfach hier jetzt meinen Werkzeugkoffer, der jetzt ein bisschen durcheinander ist. Ja, klar. Aber wichtig ist einmal, ich mache einmal einen Test einmal grundsätzlich. Mit so einer Karte. Da steht ein Thema oben, das du nicht weißt. Aber wenn du kurz aufstehst. Ja. Einfach so ein bisschen, so vielleicht, ja genau. So. Mhm. Ich mache jetzt einen sogenannten Schupftest, mhm, das heißt, ich teste einfach deine Stabilität, indem du die Hand am Solarplexus legst. Du sagst einfach, ich heiße Corinna. Ich heiße Corinna. Genau, und wenn ich dich jetzt anschupfe, ganz locker, dann merkst du, dass dich hinten hochhebt, mhm, dass du irgendwas nicht passt. Also möglicherweise hast du einen zweiten Vornamen. Ja, habe ich. Und Aufschein zumindest, wenn genau, ja. Dann sagst du beide Namen. Ich heiße Corinna Margarita. Und jetzt mache ich das gleiche wieder. Merkst du den Unterschied? Mhm. Und wenn ich sage, ich heiße Franziska. Ich heiße Franziska. Merkst du den Unterschied? Ja. Genau. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt nehme ich das Thema, das mir so kommt, wenn du mir dein Beschwerdebild erzählst. Das haltest du eben auf diesen Solarplexus rauf. Mhm. Stellst du wieder gleich hin. Und ich mache den Test gleich noch einmal. Merkst du einen Unterschied wieder? Mhm. Das heißt, das Thema hat etwas mit dir zu tun. Ja. Und dieses Thema ist ein Thema, das weltweit heute noch praktiziert wird. Und mhm, zwar Halsbereich, kannst du selber lesen, Tod durch Erhängen. Mhm. So, das spielt sich heute immer noch ab. Es werden, weiß nicht, wie viele Tausende immer noch erhängt. Das heißt, dieses Thema ist im morphogenetischen Feld vorhanden. Und dadurch kannst du, durch einen blöden Film zum Beispiel, oder vielleicht hast du live sowas erlebt, das wirklich angesehen hast, kannst du das in dein Energiefeld reinholen. Mhm. Hat mit dir grundsätzlich nichts zu tun, aber es ist im morphogenetischen Feld abgespeichert. Und wenn es hergehen würde, und ich mache Folgendes, ich stelle mich hinter dir hin und ich ziehe da an. Es könnte sein, dass du ein leichtes Ziehen im Halsbereich spürst. Oder Kribbeln. Kribbeln, ja. Ja. Mhm. Das ist ein Zeichen, das ist nichts anderes als diese imaginäre Seil. Mhm. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme jetzt eine Schere. So. Und ich halte es wieder und ich durchtrenne das einfach. Mhm. Dann mache ich das gleich beim Hals. Sie müssen auf deine schönen Locken aufpassen. Aus dem gratis Haarschnitt inklusive. Entferne das da hier, mhm, imaginär. Das passiert jetzt wirklich. Es kann sein, dass du ein bisschen etwas leichter spürst. Mhm. Irgendwas merkst. Und dann mache ich noch etwas, was bei diesen Dingen immer wieder passiert, dass man hinten das Genick aushängt. Das heißt, ich richte die Halswirbel wieder gleich. So. Jetzt solltest du einen Schritt zur Seite gehen und dann kurz wieder rein ins Energiefeld, nur einen kleinen Schritt, ein bisschen, mhm, noch, dass du im Energiefeld raus bist. Jetzt kannst du wieder herkommen. Mhm. Jetzt schauen wir, ob das schon genügt. Halt jetzt wieder her. Steh wieder fest. Okay. Merkst du einen Unterschied? Mhm. Das heißt, das grundsätzliche Thema ist weg. Mhm. Und ich habe durchaus Leute gehabt, die, oder Klienten gehabt,
die einfach unmittelbar darauf reagieren, wo das Beschwerdebild einfach am nächsten Tag weg ist und nie mehr kommt. Und das ist faszinierend, das ist so einfach. Es ist wirklich faszinierend, denn es war spürbar. Ja. Es gibt da noch wildere Reaktionen, also wo Leute es wirklich spüren, die brechen Tränen aus unseren Geschichten. Dankeschön. Ja, gerne. So, jetzt möchte ich kurz in unseren Live-Chat wechseln. Lieber Klaus, hast du Fragen für uns? Ja, es gibt Fragen. Und zwar, der Manfred lässt dich fragen, lieber Josef, können Angstzustände in der Nacht fast immer zur gleichen Zeit auch von der Aurachirurgie gelöst werden oder andere Themen wie Flugangst? Angstzustände ist ein bisschen schwieriges Thema, aber grundsätzlich, wenn man es gibt also schon Einflüsse, die Angst hervorrufen können, also durchaus möglich. Wie gesagt, Angst ist immer ein bisschen ein schwieriges Thema, aber es kann irgendein Erlebnis sein, irgendetwas, das man eben auf der Basis der Aurachirurgie eben lösen kann. Okay, sonst gibt es zurzeit noch keine weiteren Fragen, also bitte schreibt eure Fragen in den Chat, damit der Josef euch diese nachher dann antworten kann. Danke, Klaus. Wir haben noch zwei weitere Fragerunden in unserem Chat. Du hast gerade sehr beeindruckend gezeigt, wie das live funktioniert, mit der Person, wenn du mit dem Körper und mit der Person und dem Energiefeld arbeitest. Ist Aurachirurgie auch über die Ferne möglich? Ich habe mich da ein bisschen beschäftigt aus einem aktuellen Anlass, da ist es um das Thema Höhenangst gegangen. Und Höhenangst hat etwas mit Sturz zu tun. Jedenfalls war es so, dass eine Dame mich aus Norddeutschland kontaktiert und das heißt, ich habe sie angerufen, weil ich sie schon länger kenne und dann rufe ich sie an und sie sagt, das passt gut, weil ich bin gerade dabei, ich mache gerade eine Wanderung und ich möchte jetzt gerade auf eine Aussichtsplattform und bin bei der ersten angelangt und weiter geht's nicht. Ich traue mich nicht weiter. Es sind noch zwei Plattformen, aber das funktioniert nicht. Und dann hat es mich irgendwie geritten zu sagen, naja, wenn es eine energetische Signatur ist im Bewusstseinsfeld, naja, was spricht dagegen, wenn man das auf Entfernung probiert? Und ich habe das allen Ernstes probiert, also so ähnliche Technik wie hier, wo man die Höhenangst lösen kann. Und eine halbe Stunde später ruft sie an, ganz happy, sie ist oben. Also es hat auch auf Entfernung funktioniert. Allerdings die Arbeit direkt am Surrogat, an die Gelenken, wo ich das Bewusstsein dorthin lenken muss, wird wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren auf Entfernung. Mhm. Aber für mich sind einfach die Ergebnisse spannend. Ne? Wenn ich so eine Knie-OP, darf ich nicht sagen, ich bin kein Chirurg, aber eine aurachirurgische Knie-OP mache, ich habe da ein super Beispiel, eine Dame, die aus der Badewanne raussteigt und einfach sich das Knie verdreht. Ja, sie konnte keinen Schritt ohne Schmerzen gehen, war nicht möglich. Komme ich mit meinem Koffer und mache eine ausführliche Knie-OP und Anführungszeichen. Die Dame steht auf und geht, die Schmerzen waren weg. Und da habe ich noch ein Beispiel, wo mir hinterher wirklich, das war zu Tränen, war zu Tränen gerührt, auch das Schreiben, das sie mir dann geschickt hat, die Dame. Eine Dame kommt zu einem Seminar im Rollstuhl. Ein Bein ist gerade ausgestreckt gewesen, weil sie konnte das Bein nach der Kreuzbandoperation einfach nicht mehr abbewegen. Es war nicht mehr, also konnte sie nicht mehr bewegen. Und irgendwie hat es mir dann auch gejuckt, meinen Koffer zu holen im Auto. Und ich habe da waren glaube ich 10 Leute als Zuschauer auch. Ich habe also so einen Eingriff gemacht, wo man halt einfach die Knorpel glättet, die Sehnen harmonisiert, auch mit der Grünfarbe und so weiter und so weiter. Ich habe dort wirklich so 10 Minuten hantiert und zum Erstaunen aller und auch zu meinem Erstaunen ist es nicht so, dass ich nicht auch erstaunt bin, dass diese Dinge passieren dürfen, stehte auf und konnte das Knie wirklich um 30 Grad abwinkeln und die konnte gehen. Die konnte, steht auf, wurscht und ist gegangen. Wie war die Reaktion? Naja, ich meine, den Brief, den sie geschrieben hat, sie hat gesagt, sie muss halt nur weinen, wenn sie an diese Situation denkt. Und solche Dinge passieren. Und naja, warum sollte man,
warum sollte man diese Dinge nicht machen, nicht, wenn sie funktionieren? Und ich weiß auch von einem Vortrag in Budapest, das war allerdings nicht ich, aber ein Kollege, der die gleiche Ausbildung hat, der hat einfach dort einen Stand gehabt und hat dann einfach die Aurachirurgie präsentiert. Und da kommt ein Mediziner vorbei, also seine Frau war neugierig, er als Chirurg natürlich, den hat das nicht so interessiert. Aber er sagt dann, ja, komm zu mir zum Vortrag, um 14 Uhr ist ein Vortrag, dann kannst du das ja anhören. Ne? Und er hat auch fließend Ungarisch gesprochen. Jedenfalls kommt er zum Seminar und dann fragt der Vortragende halt dann, ja, wer hat ein Problem im Knie? Und der Arzt hat sich natürlich nicht gemeldet, der Chirurg logischerweise. Dann schupft ihn die Frau und sagt, naja, geh doch raus, hast du so Probleme mit Knie? Ne? Ja, der ist raus, der macht ja so eine Knie-OP. Der Arzt ist von allen Wolken gefallen. Für ihn war sein Gebäude, das er sich aufgebaut hat von der Ausbildung her, das ist zusammengebrochen. Und er ist dann noch ein paar Mal bei dem Stand vorbei, hat immer so gezeigt, er konnte problemlos gehen. Und das sind einfach die spannenden Dinge. Und wie gesagt, ich bin ja der sagt, das hilft jetzt. Aber am Versuch ist es allemal wert. Ne? Das erreicht man bereits mit einer Behandlung. Solche Dinge kann man bereits mit einer Behandlung erreichen, ja. Jetzt würde ich ganz gerne zu unserem Highlight überleiten. Wie in jedem Gigwand Live Talk bringt jeder unserer Gäste ein ganz besonderes Geschenk mit. Was hast du uns heute mitgebracht? Naja, wenn wir schon das Thema besprechen, habe ich mir gedacht, ich biete einfach in meiner Lounge in Lyon jedem die Möglichkeit, der jetzt zuhört, die Möglichkeit, zu mir zu kommen und einfach live so eine aura-chirurgische Anwendung zu erfahren. Das kann innerhalb von wenigen Minuten passieren, das geht relativ schnell, um einfach zu erleben, zu spüren, was ich da verändern kann im Körper. Und das ist alles völlig kostenfrei? Das ist kostenfrei, ja sicher, so eine Anwendung. Ich bin ja schon in einem gewissen Alter, wo man schon eine staatliche Grundversorgung hat. Das heißt, das mache ich einfach, weil es mir Spaß macht. Das ist wirklich ein ganz besonderes Highlight. Das heißt, wenn du dich angesprochen fühlst und gerne live zu Josef in seine Key-Life-Praxis kommen möchtest, dann melde dich an. Du hast seine E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Das Codewort ist Aura. Nutze die Gelegenheit und die Chance für diese kostenfreie Behandlung. So, ich möchte dann noch mal kurz in den Chat wechseln zu Klaus. Gibt es weitere Fragen von unserem Live-Zuschauer? Ja, liebe Carina, es gibt mehrere Fragen. Bitte. Und zwar, die Sabine möchte wissen, ist das Thema dann dauerhaft gelöst, ja, oder holt man es sich beim nächsten Film oder auch aus der Ahnenlinie wieder ins eigene Feld? Also die meisten Themen sind mit dem einen Mal gelöst. Was natürlich sein kann, dass ich mir jetzt gerade bei dem Thema, das wir vorher gehabt haben, live, dass ich natürlich wieder einen blöden Film anschaue und das Ding wieder reinhole in mein Aurafeld. Das kann sein, aber es ist eher unwahrscheinlich. Also in der Regel ist es doch dauerhaft gelöst. Gewisse Themen sind dauerhaft gelöst. Okay, super. Die Stefanie möchte gerne wissen, können mit der Aura-Chirurgie psychische Beschwerden auch behandelt werden und immer wiederkehrende Situationen bzw. Wiederholungen, Themen und Muster im Leben? Naja, genau, das ist ja das Thema der Aura-Chirurgie, dass einfach gewisse Muster, die einfach in unser Leben treten, weil sie eben hereingeholt worden sind, dass man eben genau diese Themen wenn man im Aurafeld eben arbeitet mit diesen Techniken, dass man das eben dann eliminieren kann. Und sobald die was ich vorher gemeint habe, diese energetische Signatur wieder passt, wird sich auch am Körper auf der materiellen Ebene was passieren. Das passiert einfach. Das ist für mich immer faszinierend, dass das auch messbar ist. Also ich habe zum Beispiel selber, ich mache HAV-Messungen und dann habe ich genau das Beispiel, das ich mit dir gemacht habe, habe ich die Dame vorher gemessen mit der HAV-Analyse und da gibt es einen gewissen Gesundheitsindex. Dieser Gesundheitsindex war bei 34%, also wenn 100% 100% ist, ist 34% jetzt nur wirklich, nicht so wirklich berauschend.
Die hatte ständig Genickschmerzen, Migräne, also richtige, richtige Krämpfe da oben. Und dann habe ich genau dieses Thema gemacht, habe dann ungefähr eine Viertelstunde später wieder die Messung gemacht. Ich war verblüfft, aber ich habe zwar gespürt am Körper, dass da was passiert, ich war verblüfft. Dieser Wert von 34% war anschließend 85%. Also innerhalb von einer halben Stunde hat sich der Wert dermaßen verbessert und die Beschwerden waren am nächsten Tag einfach weg. Das sind schon faszinierende Dinge, warum sollte man das nicht probieren, ohne, wie gesagt, Anspruch zu erheben, dass ich jetzt der Wunderwurzel bin, sondern es gibt eben Techniken, die macht man einfach und wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht viel verhaut. Weil Nebenwirkungen gibt es ja keine, ne? Das ist ja der Vorteil dran. Ne? Genau, du sagst das. Ja. Okay, Josef, super. Eine Frage habe ich noch von der Vanessa. Können Schwangerschaftsprobleme, zum Beispiel Morgenübelkeit und so weiter, auch mittels Aurachirurgie behandelt werden? Ja, da gibt es einen großen Themabereich, das mit Schwangerschaften zusammenhängt. Und ein Versuch ist es wert. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, weil es eben, wie gesagt, gewisse Themen gibt, die genau mit diesem Thema zusammenhängen. Okay, das sind momentan alle Fragen gewesen. Okay. Dankeschön. Eine dritte Runde wird es noch geben, das heißt, bitte stellt weiterhin eure Fragen in den Chat und wir werden sie auch weiterhin beantworten. Lieber Josef, wir haben ja in deinem Vorstellungsfilm gesehen, dass du die Gigwant-Produkte in deiner Praxis hast, dass sie in deiner täglichen Arbeit omnipräsent sind. Was begeistert dich so sehr an der Gigwant-Technologie, dass du sie in deiner täglichen Arbeit bei jeder Behandlung verwendest? Naja, mich begeistert vor allem, dass ich erstmalig, ich bin ja schon 30 Jahre als Radiosthet tätig, dass ich erstmalig mit diesem Schlaf-Dich-Vital-Programm eine Möglichkeit gefunden habe, Schlafplätze so zu harmonisieren, dass die ganzen geopathischen Störzonen einfach nicht mehr wirksam sind. Und wenn man bedenkt, dass heute einfach eine Fülle an Frequenzen auf uns hereinströmen mit den ganzen neuen Techniken, 5G und. Das heißt, wenn man bedenkt, was da alles los ist, dann gibt es gewaltige Überlagerungen mit den sogenannten natürlichen Störfeldern. Und ich kann von Erfahrung sagen, ich kann niemandem wirklich helfen, wenn sein Schlafplatz nicht in Ordnung ist. Das geht nicht. Und wenn man Zahlen nimmt, zum Beispiel der Dr. Hartmann, der schon in den 90er Jahren gesagt hat, der hat diese Hartmann-Linien und Kreuzungen beschrieben, der hat gesagt, nur 10% der Krankheiten sind geopathogen unabhängig. Da muss man jetzt im Umkehrschluss sagen, ja, dann kommen 90% der Beschwerden, weil eben hier der Schlafplatz nicht passt. Der Schlafplatz ist es um und auf. Und wenn der nicht passt, das gehört zu mir zum Standardprogramm dazu. Ohne Schlafplatz ist eine Sanierung seines Gesundheitszustandes nicht möglich. Wenn der nicht passt, kann ich tun, was ich will. Der wird in 3-4 Wochen wieder bei mir sein. Und das ist nicht der Sinn, zumal ich in einem Alter bin, wo ich den nicht unbedingt alle 14 Tage brauche. Ich sage ein paar Mal, ist okay, dass seine Grundthemen bearbeitet werden. Wenn aber die Schlafqualität, die Regeneration passt, dann macht es der Körper von selber. Und das ist die schöne Frage. Weil einfach die Regenerationsplatte ja genau das macht, den Körper einfach ein gesundes Umfeld zu signalisieren. Es ist also da und in dem Umfeld ist eine optimale Regeneration möglich. Und wenn ich jetzt einfach hernehme, die sogenannten Energieplatten, zum Beispiel die Bright ist so eine Energieplatte, dann hat es sehr wohl auch mit Aurachirurgie zu tun, weil mit dieser sogenannten Breitplatte schaffe ich einmal eine optimale Umgebung, wo also strukturell im Energetischen schon einmal was passiert. Das heißt, wie verbindest du in deiner Arbeit die Aurachirurgie mit den Gigwant-Produkten? Ja, ich beginne also immer mit der Anwendung der Breitplatte, damit der Körper mal in einen sehr, sehr guten Zustand kommt. Weil dann ist auch die andere energetische Intervention einfach einfacher, weil ja der Körper schon einmal grundsätzlich hier einmal in einem sehr guten Zustand ist. Ja. Und wenn ich den Gesundheitszustand so erhalten möchte, dann komme ich nicht umhin, dass ich hier mit diesen Dingen arbeite, weil ich dem Körper immer wieder diese Impulse gebe, in die Gesundheit, also dass der Körper einfach immer wieder in die Gesundheit gehen kann. In einem optimalen Umfeld fühle ich mich einfach wohl.
das ist so das Um und Auf. Und diese, wenn wir wieder von diesen Signaturen sprechen, dann habe ich genau dieses Umfeld, das der Körper braucht. Okay. So, liebe Zuschauer, wenn ihr jetzt noch was in den Chat hineinschreiben wollt, nutzt noch die Gelegenheit, damit Josef noch eure Fragen beantworten kann. Danke für deinen sehr informativen Input hier zu den Kiquant-Produkten. Und wenn auch ihr, beziehungsweise wenn du Kiquant live erleben möchtest, beziehungsweise wenn du erfahren möchtest, wie du Kiquant in deine tägliche Praxis integrieren kannst, wie du die Kiquant-Technologie in deinen täglichen Alltag integrieren kannst, dann komm zu unserem Basisseminar, das völlig kostenfrei ist und dort kannst du dir sehr viele Informationen holen. Und zwar werden alle Kiquant-Produkte und deren Anwendungen live vorgestellt. Du erfährst selber am eigenen Körper, warum Kiquant so schnell wirkt und wie du deinen Akku wieder auflädst und wieder zu 100% Lebensenergie kommst. Genauso kannst du live bei den HRV-Messungen teilnehmen und wirst sofort die Wirknachweise und die Ergebnisse sehen und spüren. Du lernst die Kiquant-Technologie kennen und erfährst, warum sie so einzigartig und nachhaltig ist und wie sie funktioniert. Und weiters gibt es auch sehr viele interessante Berichte und Analysen aus dem Spitzensport, wie die Sportler Kiquant als Energiebooster verwenden. Direkte Regeneration kannst du am Seminar live testen, selber spüren, selber erfahren und dich selbst davon überzeugen. Und genauso kannst du dich über unser Kiquant Partnerprogramm informieren. Wenn du dir zum Beispiel ein zweites Standbein aufbauen möchtest und damit auch genauso erfolgreich werden möchtest, aber ohne, dass du irgendetwas verkaufen musst. Wie immer ist unser Kiquant Basisseminar völlig kostenfrei und du bekommst auch gratis eine Starter-Mappe und einen USB-Stick, wo du nochmal alle Informationen nachlesen und nachschauen kannst, alle Tabellen und Formulare wiederfindest. Unser nächstes Kiquant Basisseminar wird am 15. und 16. Oktober in Altenmarkt in Oberösterreich stattfinden. Also zögere nicht so lange und melde dich an. Jetzt interessiert es euch wahrscheinlich, wie es bei uns am Basisseminar so aussieht und ihr bekommt jetzt eine kurze Impression, ein Feedback einer Teilnehmerin. Hallo Verena, du bist heute den ersten Tag hier bei unserem Basisseminar. Du bist am Tag 2 gekommen, weil du ja als Augenärztin gestern noch sehr ausgebucht warst. Wie war das heute für dich, deine ersten Eindrücke? Was ist dir in Erinnerung geblieben? Also es war wirklich sehr spannend, die Kiquant-Produkte kennenzulernen und mehr zu erfahren und da zu schauen, wie kann ich das in meinem Alltag einsetzen. Was war das Highlight für dich? Was hat dich besonders fasziniert? Da gibt es eigentlich kein bestimmtes Highlight, weil Kiquant mich generell sehr in den Bann gezogen hat, weil jedes Produkt an und für sich seinen Einsatzbereich und sein Gebiet hat, wo man es am besten eben einsetzen kann. Was sind deine ersten Erfahrungen? Also ich habe das, obwohl ich es erst seit kurzem habe und vorher schon ausgeliehen habe, mein Regenerationsset würde ich nie wieder hergeben, das habe ich für mich selber. Und die weiße Brettplatte habe ich meinem Vater geliehen, der Probleme mit dem Großzehengrundgelenk hat und als sehr Ungläubiger eigentlich nach 2-3 Minuten das schon gespürt hat. Und das war mein Highlight, weil ich dann so begeistert war. Und gerade wenn mein Vater das dann sagt, das hilft, dann weiß ich genau, dass es bei den anderen auch hilft. Super, die Wirkung selber spüren, obwohl man nicht daran glaubt. Ja, perfekt. Genau. Wie geht es jetzt weiter für dich nach dem Seminar? Also ich werde jetzt auf jeden Fall das Kiquant in meinen Alltag einbauen. Ich werde auch schauen, dass ich es meinen Patienten sehr gut vermitteln kann. Viele Patienten haben ja mehr Probleme. Die kommen zwar zu mir wegen der Augengeschichten, haben aber sonst im Umfeld oder sie kennen zumindest jemanden, der ein Problem hat und werde dann versuchen, den Patienten bestmöglich zu beraten, um ihm diese Kiquant-Palette sozusagen vorzustellen. Ja.
Genau, also wenn es dich auch interessiert, warte nicht so lange und melde dich an. Josef, du bist einer unserer Hauptreferenten am KiQuant Basisseminar. Du bringst sehr viel Erfahrung mit. Was sind denn deine Schwerpunkte? Was können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen von dir lernen? Ja, mein Schwerpunkt ist natürlich der Schlafplatz, der gesunde Schlafplatz, weil das beschäftigt mich jetzt schon seit 34 Jahren. Und das ist natürlich mein Schwerpunkt, weil da würde ich sagen, da habe ich so viel Erfahrung, dass ich doch einiges wiedergeben kann. Auch von meiner Sensibilität her, dass man da Dinge wahrnimmt. Abgesehen davon, dass man diese Schlafplatzanalysen auch wirklich auch messtechnisch erfassen kann. Und das ist auch spannend. Ich setze auch wieder hier die HAV ein und ich sehe einfach hier aufgrund des Ergebnisses. Das heißt, wenn jemand, das gleiche Beispiel mit diesen 34%, weil zufällig der gleiche Prozentsatz da ist, eine Dame in Freising, München-Freising, kommt zu mir und fühlt sich nicht wohl, weil mit 34% Energielevel, also allgemein Zustand, Gesundheitsindex, kann man sich nicht wirklich wohlfühlen. Und ich teste den Schlafplatz, also kinesiologisch in dem Fall aus, empfehle ja so ein Schlaf-Dich-Vital-Set. Und in 5 Wochen war ich wieder draußen in Freising, habe wieder eine Messung durchgeführt bei der Dame mit demselben Messsystem und die Dame war bei 85%. Die war so begeistert, dass sie natürlich auch 2 andere Dinge auch noch gekauft hat, vor lauter Begeisterung, weil sie einfach gespürt hat, da tut sich was, die Schlafqualität ist anders, sie ist regeneriert, erholt. Und das ist, glaube ich, etwas, was man den Menschen wirklich vermitteln soll. Und das kann ich so gut, weil ich einfach jetzt auch die nötige Erfahrung in den 8 Jahren, wo ich KiQuant arbeite, habe. Und das, glaube ich, kann ich so gut weitergeben. Mit vielen Beispielen aus deiner eigenen Praxis. Natürlich, ja, natürlich. Genau. Also, wenn es auch dich interessiert, halte dir den Termin frei für unser nächstes Basisseminar. Den Anmeldelink findest du unten in der Videobeschreibung. Hier kannst du nochmal alles nachlesen. Ich freue mich schon auf unseren nächsten Live-Talk. Dieser wird am 21.10. wieder um 19 Uhr hier live in unserem YouTube-Kanal stattfinden. Unser Gast ist beim nächsten Mal Michael Riedl. Er ist Boentherapeut und er wird uns hier ganz viele spannende Dinge aus seiner Praxis erzählen. Halte dir den Termin frei und abonniere auch unseren Kanal, damit du in Zukunft keines unserer Live-Videos versäumst. Natürlich kannst du auch gerne, wenn jetzt noch im Nachhinein Fragen auftauchen, diese unter das Video in die Kommentare schreiben und wir werden sie selbstverständlich dann schriftlich dort beantworten. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Dabeisein. Herzlichen Dank, lieber Josef, dass du heute hier warst, dass du uns über das spannende Thema der Aurachirurgie berichtet hast. Auch das Live-Beispiel war sehr beeindruckend. Und wir freuen uns jetzt schon auf den nächsten Talk am 21. Oktober. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Auf Wiedersehen.